Ich will euch heute ein bisschen was zu den Drosten-Ultras-Masken erzählen. Es war irgendwann im April oder Mai, da war ich hier in Saarbrücken unterwegs, war bei einem Bekannten, dem Flaneur. Der hat mir die erste Maske mitgebracht. Das fand ich cool. Gefragt, was hat es damit auf sich? Und da sagt er, ja, das waren so ein paar Leute hier aus der Gegend, die haben die gemacht. Fiel der Name Christoph Endres. Da sage ich, Christoph Endres, den kenne ich doch. Und Kontakt aufgenommen und dann haben wir das so ein bisschen geplant. Und die Geschichte dahinter, wie das dazu gekommen ist, das wollen wir euch jetzt gemeinsam erzählen. Ja, also die Idee für die Maske stammt tatsächlich von mir. Ich hatte irgendwann mal auf Facebook so ein Bild gesehen, Kreta Ultras. Da habe ich gedacht, geil, sowas braucht man eigentlich auch für Christian Drosten. Der kriegt gerade so viel Prügel von der Bild-Zeitung. Und habe dann den Achim gefragt, habe gesagt, Achim, du kennst doch irgendwie jeden hier. Sag mir mal jemand, der jetzt gerade Bock hat, irgendwie so eine Maske zu designen. Und tatsächlich am nächsten Morgen waren die Vorlagen da und wir haben die drucken lassen und verteilt. Und ja, saarländische Nummer, man kennt jemand, der jemand kennt und es hat funktioniert. Ja, ich bin der Strippenzieher, ich stehe ungern vor Kameras, deswegen bin ich froh, dass der Christoph den Text vorweggenommen hat. Ich habe den Kontakt zum Layoutisten hergestellt und dann gab es auch schon die Vorlage. Ja, nur als ich die Maske kennenlernte, gab es keine mehr davon. Und dann habe ich gefragt beim Christoph, wie sieht denn das aus, gibt es da irgendwann nochmal welche nach? Da sagt er, nö, wir haben nichts geplant, aber du kannst die Vorlage haben, mach so viel, wie du machen willst. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Deshalb gibt es jetzt die Powered by Carbolution Variante der Drosten Ultras Maske. Und jeder, der will, kann eine haben. Meldet euch. Wir brauchen euch wirklich nicht mehr zu erklären, warum es sinnvoll ist, Masken zu tragen in der Situation, in der wir alle sind. Schaut euch nochmal das Wellenbrecher-Video an. Grüße an Theresa. Und Christoph hier will auf jeden Fall noch das Autogramm von Christian Drosten, das schon mehrfach angefragt wurde.